Dann sag ich mal hallo. Also herzlich willkommen. Das hier ist ein kooperativer Stream mit dieser Ex-Krogi. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Schaut euch mal dieses Overlay an, wie es durch Zauberhand hier jetzt erschienen ist. Ist das nicht schön? Leute, kennt ihr dieser? Kennt ihr das? Kennt ihr diesen wunderbaren Streaming-Dienst? Dieser ist ein nicer Sponsor. Exakt. Hallo Nui, ich grüße dich. Und zwar gerade aus Musikersicht ist dieser ein nicer Sponsor, weil es natürlich Musikinhalte gibt auf einem, ja, bei einem Audio-Streaming-Dienst. Es ist ja ganz, ganz klar. Also finde ich gut. Und was ich als Musiker auch schon mal sehr geil finde, das möchte ich euch jetzt schon sagen, Payout für Artists ist sehr gut bei dieser. Im Vergleich zu anderen Teilnehmern in dieser Branche. Also, passt auf jeden Fall. Dementsprechend herzlich willkommen heute zu einer wunderbaren Streaming-Show hier bei mir. Wir machen jetzt 2 Stunden Content, der etwas anders ist als sonst. Das ist für mich auch ein Experiment, aber ich habe da unheimlich viel Freude dran. Oder ich freue mich drauf, kann man sagen. Denn es ist so, dieser hat eine neue Kampagne am Start, eine Werbekampagne. Und die finde ich cool und die stelle ich euch vor. Und die heißt Hashtag The Power of Music. Und da brauche ich auch gleich von euch ein bisschen Rückmeldung. Weil, was meint dieser damit? Dass Musik natürlich im Alltag Situationen verändern kann. Wenn man blöd drauf ist, wenn man, weiß ich nicht, gut drauf ist, wenn man emotional ist, keine Ahnung, ihr kennt es alle, dann kann Musik gewisse Situationen verändern. Und ich glaube, das kennen die meisten, zumindest Leute, die grundsätzlich Musik hören sollten, das kennen. Und das finde ich ist eine coole Message. Und wir haben uns heute überlegt, für diesen Slot, es wäre doch ganz nice, wenn wir Clips nehmen würden aus alten Streams, zum Beispiel Eichhörnchen füttern oder wenn ich mal Snowboarden war oder Skaten oder sowas, keine Ahnung. Und dann probieren wir, auf diese Clips Mucke zu machen. Versteht ihr? Also eigentlich auf diese Clips einfach Mucke zu machen, dass wir sagen, okay, ihr findet jetzt Mucke auch geil. Jetzt haben wir einen Snowboard-Clip. Wir gucken uns gleich die Clips mal an. Ja? Da brauchen wir jetzt zum Beispiel mal düstere Mucke drauf, Synthesizer oder keine Ahnung, Rock oder Hip-Hop oder weiß der Geier was. Da brauche ich auf jeden Fall von euch ein bisschen Support und dann beleben wir damit halt diese Clips. Und das ist die Idee. Das ist für mich auch ein Experiment. Ich weiß gar nicht, wie cool unterhaltsam das ist, aber ich denke mal mit euch zusammen ist es auf jeden Fall geil, weil das möchte dieser nämlich schaffen, nämlich die Verbindung zwischen Menschen durch Musik. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin, denn Musik ist Freiheit und kann einen immer aus der Situation rausholen und das finde ich geil. Habt ihr auch so ein Gefühl, Chat? Kennt ihr das auch, dass Musik euch befreit? Ich brauche mal ein bisschen mehr Input von euch. Ich habe gerade gehört, Frontpage klappt, Demonic Fox, ja? Das ist gut. Ich glaube, keiner könnte es besser als unser Krogmeister, schreibt Miri. Das finde ich gut. Auf jeden Fall, Musik ist die Sprache der Engel. Skatastisch. Ich habe auch ein paar Clips mitgebracht vom Eichhörnchen füttern. Also damit haben wir auf jeden Fall auch, ich glaube, genügend zu tun. Aber das ist heute so der Plan, was wir machen wollen. Und ich habe mir da hinten einen Computer hingestellt. Auf diesem Computer habe ich, weil ihr müsst euch vorstellen, ich kann sehr gut, also ich kann einigermaßen gut Schlagzeug spielen. Das möchte ich schon von mir so souverän rausposaunen. Aber ich bin nicht so versiert, ganz schnell mir irgendwelche fetten Songs auszudenken. Ja, da brauche ich ein bisschen. Aber ich habe mir da hinten noch eine Workstation aufgebaut und einen Haufen Musikloops mitgebracht. Bedeutet, wenn ihr mir sagt, yo, wir gucken uns gleich Clips an, ihr hättet aber gerne was Tranciges oder mehr Hip-Hop-Richtung oder mehr Dark oder mehr was auch immer, dann kann ich Snippets nehmen, die da drauflegen und wir gucken mal, wie die Wirkung ist. Und wir werden selbstverständlich feststellen, ist ja wie in der Uni hier, was werden wir feststellen, Chat? Geben Sie mir mal, was werden wir feststellen, wenn wir die Stimmung der Musik ändern? Was wird passieren? Was wird passieren mit dem Clip? Chat, ihr seid dran. Bitte jetzt eine schlaue Antwort. Würde mich interessieren, was ihr sagt. Alles wird Neißenstein. Alle wollen was anderes. Das ist beides schon mal korrekt. Das ist beides schon mal sehr korrekt.
Ja, ich meine, Geschmäcker sind ja auch verschieden. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass da Musik anders klingt. Dann ändert sich ebenso die Stimmung des Clips. Das ist richtig. Das ist absolut richtig, der Monic Fox. Dafür würde ich dir gerne jetzt so einen Schulterklopfer geben. Ist das Klausur? Das ist alles klausurrelevant. Das ist alles klausurrelevant. So ein bisschen Reggaeton mit Techno geht bestimmt gut ab. Das können wir gleich mal ausprobieren. Oh, das können wir gleich mal ausprobieren. Ich habe mich heute bereit erklärt, nur jugendfreie Dinge hier zu machen im Chat, im Stream, meine ich. Dementsprechend bin ich relaxed, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein Eichhörnchen-Video mit Reggae-Vibes, das könnte auch klausurrelevant sein. Davon bin ich ehrlich gesagt auch überzeugt. Ich bin gespannt, ob heute noch ein paar andere Zuschauer, Leute hier reinkommen, weil wir diese sind wir wirklich auf der Frontpage jetzt? Kann das jemand verifizieren? Demonic Fox hat es eben schon geschrieben. Das wäre ja aber sehr schön. Dann grüße ich euch alle. Schön, dass ihr da seid. Also, wie viele Leute sind wir denn hier? Kann ich euch mal alle begrüßen? Anscheinend sind wir hier 3000 Leute. Das finde ich sehr schön. Dann hole ich euch nochmal kurz ab, weil diese 3000 Leute ich möchte mindestens 10 Leute behalten von diesen 3000. Herzlich willkommen. Wir machen heute einen Musikstream. Dieser Musikstream ist gesponsert von Deezer. Deezer kennt ihr alle. Das ist eine Musikstreaming-App, ein Musikstreaming-Dienstleister mit dem Sitz in Paris. Und ich bin der dritte Mensch, der diese Kampagne, Hashtag The Power of Music, vorstellt. Das gab es schon in Brasilien, das gab es schon in Frankreich. Jetzt bin ich hier, Krogmann, für euch aus Deutschland und halte hoffentlich die Flagge einigermaßen gut hoch. Vielen Dank, Rolling Thunder. Sehr nice. Und wir werden heute auch ein paar Keys raushauen. Ein paar Keys für ein Deezer-Abonnement. Und das machen wir ganz einfach. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal anfangen, aber vor allen Dingen, wenn ich schon ein bisschen was gezeigt habe, wird das funktionieren. Dann müsst ihr einfach im Chat Hashtag The Power of Music eingeben. Nicht The Power of Love, was auch schön wäre. Hashtag The Power of Music. Dann werdet ihr vielleicht rausgefischt und bekommt ein dieser Abo für, ich glaube, 3 Monate sind es. Ne? Genau, Hashtag The Power of Music, das ist korrekt. Genauso. Einfach mal alle reinballern und irgendwann gibt es dann händisch das Auswahlverfahren und dann habt ihr die Chance, um dieser Abo zu bekommen. So. Und eben weil auch diese Kampagne The Power of Music heißt, wo es darum geht, dass Musik Menschen verbindet und super wichtig ist für Situationen und jeder kennt Mucke und jeder liebt es. Klar, jeder und so weiter. Ist es schön, dass wir heute gemeinsam uns hier treffen. Da hinten ist mein Schlagzeug für Leute, die mich nicht kennen. Ich habe hier so ein Drumset vorbereitet und ich habe Clips vorbereitet. Vegas Krogi, ja, das wäre auch schön. Musik ist toll, das ist schön. Und ich habe Clips vorbereitet. Da hinten ist noch meine Workstation im Audiobereich, dass ich da ein paar Loops abfeuern kann. Und die Idee ist, Leute, dass ich euch bespaße mit Mucke und mit Clips. Jetzt gucke ich mal, ob ich euch schon alles erzählt habe, weil dann könnten wir eigentlich so langsam, ich möchte ehrlich gesagt schon so langsam in die Clips steigen, aber ich kann euch auch erzählen, wie wichtig Musik für mich ist. Und dann würde ich gerne von euch auch noch ein paar Geschichten hören. Denn mir hat Musik schon oft geholfen in Momenten, wo ich einfach, weiß nicht, down war, natürlich, ganz offensichtlich, oder irgendwie einen blöden Tag hatte. Aber auf der anderen Seite finde ich Musik auch so unfassbar verstärkend, wenn man eh schon geil drauf ist und Bock auf einen guten Tag hat. Und dementsprechend finde ich es richtig schön, dass wir hoffentlich alle Emotionen gleich von powerful, von ein bisschen vielleicht abgekämpft vom Tag, gerade noch die Kurve gekriegt, Chat, oder was auch immer, finden. Und deswegen heute The Power of Music. Power of Krogi wird gerade im Chat geschrieben. So, ich habe euch ein paar Clips mitgebracht. Die gucken wir uns mal an, ja, Chat? Pass auf, ich habe euch Clips mitgebracht. Zum Beispiel ein Clip vom Snowboardfahren. So ein Clip. Da ist jetzt quasi keine Mucke drauf. Aber da muss natürlich Mucke drunter. Ja, ist klar. Da müssen wir mal rausfinden, was wir da für Musik nehmen. Einfach mal so ein Clip vom Snowboardfahren. Damit könnten wir auch anfangen. Das müssen wir uns gleich mal überlegen. Reinmacht, vielen Dank für deinen
für deine Unterstützung. Shadowman, vielen Dank. Alter Schwede, 10 Dinger rausgeballert. Vielen, vielen Dank. Ich habe aber noch viel mehr Clips am Start. Zum Beispiel auch sowas hier. Guckt euch das an. Ist das nicht ein schöner Clip? Ist das nicht ein schöner Clip? Und ich finde, so ein Clip braucht natürlich auch gewisse musikalische Untermalung. Ja? Ich wollte 10 Leute behalten. Shadowman hat mir geholfen, 10 Leute zu behalten. Das, wer sieht da Metal? Wer sieht bei so einem... Oder Reggae. Ich sehe auch ein bisschen Reggae. Da müssen wir gleich kreativ sein. Ne, solche Dinge habe ich hier. Dann habe ich noch von... also sind alles Clips, die irgendwie aus meinem Kosmos kommen, die ich irgendwie aufgezeichnet habe. Dass ihr da Bescheid wisst. Und zum Beispiel habe ich auch sowas. Guck mal. Das ist Hamburg. Da finde ich, kann man auch viel Stimmung mitmachen. Das sind aber schon Jazzy. Jazzy. Wo ist Birdie? Wer ist Birdie? Oder sowas. Habe ich auch auf. Alles in meinen Streams passiert. Ist das nicht schön? Das ist doch auch epic. Sehr schön. NovoTV, ich grüße dich. Das haben wir hier. Bisschen klein, ne? Ja, aber muss dabei sein. Bisschen kleines Video, aber muss dabei sein. Was ist das hier? Guck mal, das ist in meiner Heimatstadt. Das hab ich schön aus meiner Heimatstadt mitgebracht. Shoutout nach Quakenbrück. Ja, den Ort gibt's wirklich. Wahrscheinlich Deutschlands weirdester Städtename, ganz vorne dabei. Nennt mir die weirdesten Städtenamen Deutschlands, Leute. Aber sowas habe ich auch dabei. Oder natürlich, klar, kleine Fütterungsstreams. Ist ja klar. Gibt's auch. Und da müssen wir Mucke finden. Da muss Mucke drunter. Überall. Oder so. Ja? Guck mal. Auch sehr schön. Ich bin gespannt, wie wir gleich anfangen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was heute passiert in diesen 2 Stunden. Also musizieren. Mit dem Sinn dahinter, mit euch eine gute Zeit zu verbringen natürlich. Sponsored by Deezer. Musik-Streaming-Dienst aus Paris. Richtig geil. Freue ich mich drauf. Lennamite. Viele Namen wären da nicht bei. Alles Toss. Ja, kann sein. Wo hast du einen Error? Dicker Hardflip. Nee, das war kein Hardflip. Das war ein 360-Flip. Hardflip kann ich nicht. Du suchst in der Kamera richtig... Du siehst wahrscheinlich in der Kamera richtig gut aus. Und besser als bei Rocket Beans. Wirklich. Das ist ja absolut schön. Das ist, ja, weil das, weißt du, das ist mein Zuhause. In meinem Zuhause habe ich dann so einen Verstärker auf Charisma. Also ein Charisma-Verstärker. Also, ich wiederhole mich. Danke an dieser, danke für die Koop, dass wir was Schönes machen können. Und ihr solltet, falls euch das interessiert, auch mal bei dieser reinschauen. Das wäre mir persönlich wichtig, weil es gibt da zum einen... Die Musik, die ist komplett verlustfrei, was ich persönlich als Musikschaffender auch richtig geil finde. Es gibt eine bessere Vergütung für die Artists, was ich als Musiker auch ziemlich gut finde. Und mit besser meine ich im Vergleich vielleicht zu anderen Anbietern, aber ne, das ist mein Ding so. Aber könnt ihr euch mal informieren. Und dann habt ihr natürlich immer eine schöne Verbindung zur Musik und könnt euren Alltag wunderbar gestalten. Und ich liebe es zum Beispiel mit Musik irgendwie zu skaten, Sport zu machen, Fahrrad zu fahren, zu spazieren, einfach wo, weiß nicht, ich finde, Musik kann immer dabei sein und, oder? Musik kann immer dabei sein, sollte immer dabei sein. Mir macht es sehr viel Freude. Schönen Gruß an die neuen Leute, die diesen Stream noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen bespaßt von dem, was ihr seht und freut euch auch darüber, dass wir hier so ein wunderbares Bild haben. Der Chat findet das ja hier ganz, ganz herrlich. 4,2K mittlerweile. Ja, moin, was geht? Dann würde ich sagen, also ihr teilt wenig von euch mit, was ihr mit Musik verbindet. Das meine ich aber gar nicht aggressiv. Das heißt wohl eher, passt. Passt, ihr geht damit d'accord, was ich sage. Ihr seid einverstanden mit dem, was ich hier über Musik erzähle. Das schließt sich daraus. Ansonsten würde jetzt ja schon vehement widersprochen werden. Liebe. Musik ist Liebe. Okay, dann frage ich ganz kurz. Dann möchte ich eine Aufforderung machen. Von euch. Ja, du persönlich. Schreib mal eben deine Lieblingsmusikrichtung in Chat. Jetzt rein.
Ich möchte jetzt wissen, was du für eine Lieblingsmusikrichtung hast. Jetzt geht's los. Ich spiele Euphonium. Alter Schwede, das ist ja Hammer. Hip-Hop, Punk-Rock, Prog-Metal, Trash-Metal, 80er Hard-Rock, Drum-and-Bass, Ska-Punk, New Retro-Wave, American Rap, Post-Hardcore, Hardcore-Punk, New-Metal, Punk-Rock, Electro-Swing, alles außer Metal, alles außer Mattel, hast du geschrieben. Oh, Old-Rock, Drum-and, Old-Rock, 80s, 90s. Ah man, 90s sind schon Old-Rock, ne? Drum-and-Bass, Jazz. Jazz ist auch geil. Rockabilly, auch schön. Mando-Pop, nie gehört. Symphonic Metal. Burnout 3, Punk-Rock. Eurodance, sehr gut. Das ist einfach eine richtig schöne Musikgemeinschaft heute hier. Ich hasse Schubladen. Darum geht's mir auch. Darum geht's mir auch. Und ich möchte, dass ihr das jetzt alles zwar richtig liebt, dass ihr aber quasi eure Schublade auch jetzt verlassen könnt. Das würde ich mir wünschen. Denn Musik ist so geil und das habe ich auch in meinem Tontechnikstudium gemerkt und da ganz erst recht nochmal, dass jedes Genre so geile Facetten hat, die Spaß machen, wo man sich austoben kann und dafür ist natürlich so ein Musikdienstleister, so eine Plattform extrem nice, um sich da einfach mal auszutoben und zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was gibt's für Playlists, was hören meine Freunde und so weiter. Also, reißt die Schubladen raus, am besten schmeißt ihr den ganzen Schrank weg und sagt einfach, ich habe Bock auf Mucke. Chiptune, aktuell Techno. Ah ja, Matt Asgard, Electric Cowboy Referenz, weiß ich doch Bescheid. Nice Cap, eins meiner letzten Konzerte war Doggy Dog. Ja, ist auch eine geile Band. Alles gut, außer Schlager. Ich hab Bock auf Mucke. Ja gut, dann fangen wir mal entspannt an. Also, wenn ihr ein Deezer-Abo gewinnen wollt und ich kann euch nicht genau sagen, welcher dubiose Algorithmus euch bestimmen wird, aber ich weiß, dass es passieren wird, dann müsst ihr in den Chat schreiben, Hashtag The Power of Music, wie es in dem Titel steht. Das müsst ihr in den Chat schreiben und dann habt ihr die Chance, ein dreimonatiges Deezer-Abo zu bekommen. Ja? Hashtag. Ballert's raus. Könnt ihr das bitte auch einmal alle schreiben, nur damit ich zufrieden bin und weiß, dass ihr alle noch lebt und entspannt seid. So nämlich. Hashtag The Power of Music. Ganz genau. Ihr macht einen guten Job. Ihr macht einen sehr guten Job. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal entspannt an mit einem kleinen... Wir fangen mal nicht mit so einem Highlight-Clip an. Wir fangen ganz relaxed an. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Wie wäre es denn... Weiß nicht, wollen wir einfach mal hier... Mal gucken. Was ist das hier? Ich schaue nochmal rein. Was haben wir hier? Ah ja, das hier. Wie wäre es denn, wenn wir mit... Guck mal, das ist relativ lame, aber nicht lame genug. Das ist auch noch okay. Wenn wir mit so einem Clip anfangen. Mit so einem Zeitraffer in Hamburg. Das ist in Hamburg, Black Shadow. Dankeschön. Das ist ein Zeitraffer in Hamburg. Da hab ich lange Zeit verbracht am Medienbunker. Und das ist einfach so ein Zeitraffer. Wollen wir da mal Mucke drunter machen? Das ist so schön urban. Und da können wir mal versuchen, was mitzumachen. Würde ich mit anfangen, okay? Okay, ich gehe jetzt zum Schlagzeug, wechsle dann die Kamera und dann gucken wir einfach mal, ob der Sound passt, ob alles funktioniert. Ich gehe mal rüber. Hallo, könnt ihr mich auch hier hören? Chat? Alle da? Hallo, hallo? Ich kann den Chat hier lesen. Ihr müsst mir nur einmal kurz sagen, ob ihr mich hört. Sehr gut. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, Drums sind da. Einmal Drumcheck. Läuft? Cool. Sehr gut. Dann kommt hier der Clip rein. So, das ist der Clip. Jetzt Chat. Ich kann den Chat lesen. Wir fangen einfach mal an. Was würdet ihr sagen, was für ein Genre könnte das sein? Klingt trommelig. Trommelig ist gut. Also erstmal brauche ich erstmal einen Shaker, oder? Klingt Drum and Bassig. Liquid Drum. Zwei Leute, die schon Drum and Bass schreiben.
Drum and Bassig, wirklich. Das ist dann so bum, da weißt du was? Da mache ich einfach erstmal nur Drums drunter. Da mache ich erstmal nur Drums und guck mal, was ihr sagt. Etwas zu schnell, dann etwas langsamer. Okay. So, das Tiefe war mega dazu. Also die Stand-Tom, okay. Die Stand-Tom passt, habt ihr gesagt. Die da, die passt zu dem Clip. Finde ich spannend. Finde ich ein spannendes Experiment. Wir nehmen uns mal... Pass auf, wir wollen was Darkes, wollt ihr haben, ne? Dark. Dark. Gucken wir, ob wir was finden. Ich höre mal rein. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Ich habe hier einfach ein paar Sachen und ich drück mal drauf. Mal gucken, was ich... Oh, das ist nice. Oh, das ist nice. Das passt gut. Das nehmen wir schon mal rein. Bisschen schneller, aber was haben wir hier? 100. So, warte mal. Ja. Hör auf jetzt. Hallo? Nochmal. Zombie-Apokalypse. Ja, das ist schon ziemlich... Und jetzt pass auf, jetzt ein paar Stand-Toms dazu. Pass mal auf. Sehr gut. Ach, Triolen. Triolen sollen rein, okay. Ich fühle es auch ein bisschen. Also zu dem Setting passt das irgendwie gut. Wie findet ihr es, Chat?
Wir brauchen noch mehr. Alarm habt ihr gesagt, ne? Irgendwie sowas. Siren. Siren. Da vielleicht? Ihr seid ja drauf, Chat. Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, Siren. Das ist... Weg damit. Das ist mir jetzt alles zu viel. Das ist mir zu viel. Wie wär's denn damit? Wer fühlt das, Chat? Saxophon schreibt ihr? Arte Doku. Okay, Saxophon finde ich gut. Okay. Nee. Das. Okay, das ist keine echte, das ist nicht echt. Oh yes. Hört sich busy an. Fühlt ihr das, wie man die Stimmung ändert? Ist doch Hammer. Funky Bassline brauchen wir jetzt, ne? Okay, Funky Bassline. Oder einen anderen Bass. Andere Saxophon. King of Funky Sax. Sekunde. Also die Saxophon macht schon so eine ganz bestimmte Stimmung. Denn wir brauchen echt mal Bass. Oder wollen wir einfach Techno machen? Was ist das? Techno erst beim Autofahren. Nee, das ist zu anstrengend, ne? Geht auch. Geht auch. Ja klar geht das. Warum auch nicht? Ein bisschen Bass vielleicht? Aber ist nicht der richtige Bass. Wir brauchen irgendwie... Das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist schön dystopisch, das gefällt mir. Das kann man so stehen lassen. Oder? Ha ha ha.
Chiptune. Okay. Okay, pass auf. Chiptune, Chipbeat. Also von aus der Konsole. Okay. Oh, so ist gut. So ist gut, oder? Schneller oder langsamer? Was meint ihr? Es ist so geil. Einfach nur ein Shaker, ein paar Instrumente drauf und schon haben wir die gute Mischung. Leute, herzlich willkommen. Wir werden immer mehr Menschen hier. Mein Name ist Krogi. Ich mache hier ein bisschen Mucke heute. In Zusammenarbeit mit dieser, und das macht mich sehr glücklich, dass ich euch alle hier in meinem kleinen Streaming-Kabuff begrüßen darf. Denn heute geht es ordentlich ein Abschrecken. Ganz genau. Denn heute geht es darum, dass wir sagen, ey, Hashtag the power of music. Denn Musik verbindet, Musik verändert Situationen, wie wir hier die ganze Zeit eindrucksvoll erleben, am Beispiel der Hamburger Innenstadt quasi. Und da sind wir einfach lustig am Rumbasteln. Und ich finde es einfach nice, dass es heute so passiert, dass ihr einfach da seid. Herzlich willkommen, schön mal Startseite hier. Und außerdem ist es so, wenn ihr Hashtag The Power of Music in den Chat eingebt, dann habt ihr die Chance, ein dreimonatiges Deezer-Abo zu bekommen. Und Deezer ist nice, weil dieser Audio-Streaming-Anbieter hat lossless Hi-Fi-Audio-Quality, was ich persönlich als Musiker sehr nice finde. Und unter hinter vorgehaltener Hand erzähle ich euch, dass die Artists auch einen ganz guten Payout kriegen. Was auch ganz gut ist. Also, macht auf jeden Fall Sinn, da was zu machen. Wir sind immer noch beim Clip Hamburg. Ich hätte auch Bock, den Clip zu wechseln, aber auf der anderen Seite, ich habe auch noch Bock, diesen Clip weiter mit Mucke laufen zu lassen, weil der ist eigentlich ganz schön. Deswegen sagt mir mal, was brauchen wir jetzt, Chat? Was brauchen wir für Mucke? Also der Shaker bleibt immer dran. Ich bin immer noch irgendwie bei Chip. Microchip Hi-Hats, Microchip Chiptune. Was ist das hier? Da 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 da. Oh ne, das fühl ich. Ich mach's mal schneller. So vielleicht? Ja, das muss schneller. Das sehe ich eher beim Eichhörnchen. Das müssen wir uns merken. Oder? Das ist zu viel. Wobei, das ist der Irrsinn der Stadt. Der Irrsinn der Stadt. Ein tiefes, langes Brummen. Ein Chor, ne? Chor wäre auch geil. Schön, ey, so ein Männerchor. Ganz tief. Meinetwegen auch Frauenchor ganz tief. Aber tief soll der sein. Muss viel langsamer. Muss viel langsamer. Ach, nochmal. Ja, die Chiptune muss mal raus hier. Gib mir den Chor. Ja, Mann. Ja,
Geht auch klar, ne? Das ist das Beste bisher, wirklich? Das war die beste Version bislang? Dann nochmal. Dann will ich nochmal. Dann müsst ihr aber auch klippen. Fängt den Vibe gut ein. Jetzt müsste nur noch jemand singen oder rappen oder so. Aber ich nehme das mal mit. Ich nehme einmal diesen Choir. So nennt es das Programm hier. Gib mir den jetzt hier. Ein bisschen lauter. Jetzt nehmen wir aber noch weitere Chöre drüber. Ich will noch... Nee, das passt ja gar nicht. Das ist nix. Oder ein Bass. Bass wäre auch gut, ne? Nee. Wir brauchen noch irgendwas Schönes. Leute, irgendwas Schönes brauchen wir noch. Vielleicht ist es wirklich Zeit für einen Bass. Richtig tiefer Bass, hört ihr das? Oh, das ist aber gut. So ein Sub-Bass ist richtig gut. Oh, das ist gut dafür. Nehmen wir noch einen anderen Bass, Leute? Vielleicht nehmen wir noch einen anderen Bass. Was haben wir noch für Bässe? Das wird doch wahnsinnig. Wir müssen weiterkommen. Bass, gib mir einen schönen Bass. Schneller sein. Der ist gut. Ich baue euch was. Ich baue uns was. Ich baue uns was Schönes jetzt, okay? Geht gleich los. Den nehmen wir auch. Den noch dazu, Achtung. Jetzt. Was brauchen wir auch noch, natürlich. Okay.
Okay, Chat, das haben wir, oder? Wolfgang Amadeus Krogmann. Find das richtig gut? Dann will ich nochmal spielen, wenn ihr das geil findet. Perfekt. Hey Chat, ich komm nach vorne, wir suchen uns einen anderen Clip aus. Das lief doch ganz schön, ganz hervorragend. Wir suchen uns mal einen anderen Clip aus, okay? Die Hi-Hats gerade. Die Hi-Hats. Stimme doppelt? Stimme doppelt? Kann sein. Stimme doppelt? Achso, vielleicht habe ich das eben, doppelt drauf gehabt. Jetzt ist alles gut, ja? Ein Clip mit Regen würde passen. Ja, absolut. Regen passt auch immer sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich hoffe, es passt alles. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es sind immer noch neue Leute, die hier reintrudeln. Ich habe gerade den neuesten Stand durchgegeben bekommen. So viele Leute hatte ich noch niemals in meinem ganzen Leben hier auf diesem Twitch-Kanal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Krogmann und ich mache Musik, beziehungsweise ich spiele Schlagzeug. Und ich mache andere Inhalte, die jetzt aber nicht relevant sind, weil heute dreht sich hier um Musik. Schön, dass ihr da seid. Und zwar haben wir heute eine Kooperation hier mit Deezer. Deezer ist ein Musik-Streaming-Dienst. Und die haben sich gesagt, Mensch, Krogi, hast du nicht Bock, hier mal den Leuten bei Twitch ein bisschen was zu erzählen? Da habe ich gesagt, ja, das kann ich machen, kein Problem. Und jetzt sind wir da. Denn es gibt eine neue Kampagne, die heißt Hashtag The Power of Music. Und da geht es logischerweise darum, dass Musik geil ist und Situationen verändert. Und das machen wir heute am echten Beispiel, denn ich spiele immer mal ein bisschen Schlagzeug, habe da hinten auch noch so einen Computer hingestellt, wo ich so ein paar Loops aufeinander lege und dann kommt irgendwann hoffentlich was Cooles dabei raus, kann aber auch viel Mumpitz bei rumkommen. Aber im Prinzip läuft es ganz gut und jetzt ist es so, dass wir den nächsten Clip aussuchen, Leute. Wir hatten jetzt gerade so angefangen mit Hamburg, Zeitraffer-Video. Ja, passt. Wir können eigentlich mal... Ich weiß nicht. Ich habe natürlich auch viele Videos von mir. Wir können mal das nächste Ding machen. So, Städte sind natürlich immer... Das war auch ein bisschen leicht, weil das war eine Stadt. Lass uns doch einfach schon mal mit so einem kleinen Highlight weitermachen. Mit so einem kleinen Highlight. Uplifting. Lass uns mit einem Uplifting-Clip weitermachen. Was haltet ihr von solchen Videos, Chat? Was haltet ihr von so einem Video? Guck mal. Muss es ein langes Video am Ende werden oder werden die einfach so alleinstehend geballert werden? Das weiß ich nicht genau. Ich bin einfach mal kreativ. Aber das wäre jetzt mein nächster Pick. Was haltet ihr davon? Da bin ich auch gespannt. Das ist auf jeden Fall Gerd. Chat, einmal kurz Liebe für Gerd. Gerd ist ein kleines Eichhörnchen. Und ich finde, man kann Gerd zum einen die Süßlichkeit nicht absprechen. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass Gerd auch sehr bedrohlich aussieht, muss man sagen. Panflöte, meint ihr? Wirklich? Panflöte, ist es das schon? Na cool, ich mach, warte. Lame. Lame, das fühle ich nicht für Gerd. Das ist doch kein Meerschweinchen. Das fühle ich nicht für Gerd. Da gucken wir gleich mal rein. Komm, jetzt schwitze ich auch. Ein bisschen Schlagzeug gespielt, schon schwitzig. Ich möchte euch allen mit auf den Weg geben, dass ich mich persönlich zum einen darüber freue, wenn ihr hier ein Follow da lasst. Lasst ein Follow da. Das wäre sehr schön, wenn das nicht gerade hier so ein...
ja, so eine Show-Segment ist, dann habe ich sogar auch einen Laser für euch. Aber der gibt, den gibt es erst später. Das ist das eine. Und zum anderen würde ich mich freuen, wenn ihr Hashtag ThePowerOfMusic in den Twitch-Chat schreibt, weil dann habt ihr die Chance, gleich via DM-Message, Direct-Message an euch ein Abo für Deezer zu bekommen. Da werdet ihr ausgewählt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendjemand wird euch heraussuchen und das wird funktionieren. Und wir haben da einen Haufen Keys, dementsprechend macht da gerne mit. Hashtag ThePowerOfMusic, da geht auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ja, macht das jetzt mal. Ich möchte es jetzt schon sehen vom Chat. Hashtag ThePowerOfMusic. Nehmt euch ein Beispiel an. Kofi. Kofi hat noch nie hier geschrieben. Erste Nachricht von Kofi. Und das sollte man auf jeden Fall auch respektieren. Dankeschön auf jeden Fall in die Richtung. Und da geht's jetzt. Jetzt habt ihr es alle gerafft, ne? Hashtag ThePowerOfMusic. Sehr, sehr gut. Vielen Dank an Jack321. Go, go, go. Good luck, you all. Ja, direkt geiern halt. Ja, darum geht's ja auch. Das habe ich euch ja auch gesagt. Ihr sollt hier schön direkt was mitbekommen. Ihr sollt nicht nur eure Zeit mit mir vertreiben, wenn ihr gute Musik hört, hoffentlich gute Musik, sondern einfach auch sagen, yo, finde ich spannend. Dementsprechend, ihr Lieben, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Clip. Ihr habt den Clip schon gesehen. Es ist Gerd auf meiner Hand. Jetzt kommt der Hype Train. Jetzt weiß ich nicht, wie wir damit umgehen sollen. Jetzt haben wir einen Hype Train bei Deezer. Wie geht Deezer mit einem Hype Train um? Die feiern das bestimmt, oder? Könnte ich mir. Also, geht ja nicht anders. Die werden ja wohl einen Hype Train geil finden. Hashtag ThePowerOfMusic. Weniger schnacken, lass knacken. Okay, dann gehen wir jetzt ans Eichhörnchen, ja? Okay, gucken wir mal. So, das ist Gerd, ne? Ihr wisst Bescheid. Gerd, ich finde, Gerd ist schon ein bisschen, ja, also, ist Gerd wirklich so nice, wie man sich's vorstellt? Ist Gerd so nice? Oder ist Gerd eher so ein Rabauke? Ich weiß, ich probiere einfach mal was aus. Ich kann euch nicht sagen, was jetzt passiert. Oh, das ist weird. Oh, der weirde Kopf. Oh, das ist so wie so eine Traumwelt. Jetzt müsste das ganze Bild so wabern. Oh, was ist los? Distorted. Die Erinnerungen kommen wieder. Merkt ihr, die Erinnerungen von Gerd kommen wieder. Nee. Das fühle ich auch nicht. Das fühle ich auch nicht bei Gerd. Sag ich euch ganz ehrlich. Was haben wir hier? Oh. Die Bindung zwischen Mensch und Tier. Mystisch. Seit eh und je. Was hat er sich dabei gedacht? Willst du noch eine Nuss? Im Weltraum Space? Oh yes. Es ist kein normales Eichhörnchen. Es ist Gerd. Es ist Gerd. Willkommen mit dem Kometen. Ja, also das ist mir ein bisschen zu spacig, ihr merkt schon. Da muss ich viel labern. Aber in die Richtung gehen finde ich nicht so schlecht. Finde ich wirklich nicht. Was ist denn mit, sag ich mal, hier so was. Was ist denn sowas hier? Das finde ich gut. Das wirkt so ein bisschen. Oh, das finde ich nicht schlecht.
ich finde, das ist so, wirkt so ein bisschen wie so eine Knabbermaschine. So ein bisschen Knabbern auf Druck. So wirkt das. Wenn ihr versteht, was ich meine. Knabbern auf Druck. Dann nehmen wir mal, weiß nicht, was nehmen wir da für ein Tempo? 130 Minimum, oder? Ich finde, 130 Minimum muss es schon sein. Einfach im schön schnell knabbern. Das passt gut. So. Jetzt muss das Bild aber noch ein bisschen mehr rangezoomt werden. Ich finde, Gerd muss jetzt einfach super zentriert sein. Das mache ich auch nochmal. Sekunde. Lass das mal wirken, Leute. Lass das mal auf euch wirken. Das ist einfach wirklich die Spellion-Brut, die Eichhörnchen-Alien-Brut, die einfach die Welt übernehmen will. Oder? Get Cam. Was sagt ihr, Leute? Das ist doch der Gerd-Beat. 7000 Leute sind hier, höre ich gerade. Ja, dann müssen wir die Mucke mal abstellen. Dann müssen wir die Mucke abstellen. Das geht doch da nicht. Das geht doch so da nicht. Vielleicht ist sowas gut für die Eichhörnchen. Ich begrüße euch auf jeden Fall alle. Schön, dass ihr da seid. So viele Leute waren noch nicht auf diesem Kanal gleichzeitig zugegen. Dementsprechend schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Krogi. Wir machen Musik heute in Kooperation mit Deezer. Ein Streamingdienst natürlich für Audioinhalte. Lossless und in guter Qualität dementsprechend. Und wenn ihr Hashtag The Power of Music eingebt in den Chat, dann habt ihr die Möglichkeit, ein dreimonatiges Deezer-Abo via Direct Message direkt quasi in euer, ja, in euer Telefon zu bekommen. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun. Also bitte gebt's ein. Hashtag The Power of Music. Und des Weiteren ist das auch die Kampagne von Deezer. Und wir machen gerade Folgendes. Wir nehmen gerade Clips aus meinem Stream und machen da Mucke drunter, die es so noch nicht gab für diesen Stream oder für die Clips. Und da passieren natürlich die absurdesten Sachen. Und dementsprechend gucken wir uns das mal an. Thank you.
Sowas geht auch. Sowas geht auch, Leute. Wir sind immer noch beim Eichhörnchen. Bis wir den richtigen Beat haben fürs Eichhörnchen. Auch gut, auch gut. Wir gehen mal weiter durch. Ich gucke mal auf den Chat. Und wenn besonders viele Leute sagen, ja, passt, dann passt es. Okay? Also Chat ist auf. Oh yes. Den nehmen wir schon mal. Techno gelandet, ne? Jetzt sind wir wirklich da gelandet. Jetzt sind wir da gelandet, wo wir immer hin wollten. Wo wir immer schon wollten. Oh yes. Oh yes. Chat, seid ihr da? Chat, wie findet ihr das? Sowas hier. Bisschen zu schnell, so vielleicht. So, jetzt wissen wir, wo es hingeht, ne? Also, jetzt müssen wir aber mal die Richtung komplett wechseln. Da bin ich bei euch. Das war jetzt schon ein bisschen zu hart fürs Eichhörnchen. Also, das reicht jetzt ja auch. Vielleicht nehmen wir einfach mal was, was komplett anderes. Was nennen wir das hier sowas? Warte mal, sowas hier? Kommt da irgendwas Schönes? Nee.
Das ist doch schön. Das finde ich gut. Das baue ich da schon mal direkt rein. Wir nehmen auch gleich ein neues Video, Leute. Aber ich bin da so hängen geblieben auf dem Eichhörnchen. Das finde ich so geil. Oh yes. Oh ja, denk. Oh, das finde ich gut. Jetzt das Video ein bisschen einfärben. Leiser den Beat. Was brauchen wir noch, Leute? Was fehlt? Das gefällt mir, oder? Gefällt euch das, Chat? Kurzes Feedback im Chat. Seid ihr damit einverstanden? Wenn ihr sagt ja, dann gibt es Drums dazu. Immer wenn ihr sagt passt, dann gibt es von mir Drums. Ist geil? Oh yeah, den nehmen wir. Den nehmen wir dazu. Oh yes. Ba-ba-ba-ba-ba-bau. Vielleicht noch ein Marimba? Eigentlich ganz geil. Abfahrt jetzt. Hört sich Monkey Island. Meint ihr? Chat, den haben wir, oder? Den haben wir. Wenn ihr das gut findet, dann nehmt jetzt auf. Dann nehmen wir jetzt einen Clip dafür auf, okay? Dicker Bass fehlt. Noch ein dicker Bass, meinst du? Okay, noch ein dicker Bass. Aber matscht mir natürlich auch. Matscht mir auch der Bass. Matscht mir auch alles zu, aber ist egal. Für dich mache ich einen Bass. Du kriegst noch einen Bass dazu, pass auf. Wo haben wir Bässe? Oh yes, der ist gut. Hört den mal an. Oh yeah. Hörst du den Bass?
Probieren wir es so aus. Funky, I like it. Chat, wenn es euch gefällt, rastet jetzt im Chat ein bisschen aus oder schreibt Hashtag the power of music. Gerd kriegt jetzt seine eigene Hymne, okay? Okay, den Clip haben wir, Chat. Den haben wir. Einverstanden, Chat? Witzig, was wir alles eingebaut haben. Du wolltest was mit Musik machen, sehr talentiert. Doggy Dan! Finde ich gut. Komm, ich lass den Shaker einfach mal laufen. Zur Berieselung. Oder nee, wir machen ganz kurz Ruhe. Kurz mal Ruhe. Ich komm nach vorne, ja? Wir suchen einen neuen Clip aus. Dankeschön. Ciao, Gerhard, das war's mit dir. Oh yes. Leute, 6K Zuschauerinnen und Zuschauer sind da. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten gerade eine kleine akustische Pause drinne, weil der Stream hatte einen kleinen Ruckler. Ich weiß nicht genau warum. Aber dennoch, lasst mich einmal noch erklären, was hier passiert. Also herzlich willkommen zu meinem Stream. Mein Name ist Krogi und ich habe hier meine kleine Streaming-Kabine. Und in dieser Streaming-Kabine gibt es musikalisches Equipment und macht es große Freude, im Stream mal ein bisschen Mucke zu machen. Und das hat auch die Leute von dieser überzeugt, zu sagen, ey Krogmann, hast du nicht Bock für uns ein bisschen die Werbetrommel zu rühren? Das möchte ich sehr gerne tun, denn das ist eine sehr, sehr coole Kooperation und die passt perfekt zu mir. Man könnte sagen, wie der Deckel zum Topf. Und zwar geht es darum, dass dieser, ihr kennt dieser sehr wahrscheinlich, es ist ein Audio-Streaming-Dienst, wo man Mucke streamen kann. Und dieser ist ganz cool. Die haben nämlich zum einen lossless Mucke zum Streamen und das ist auch für Artists nicht schlecht, wenn man bei dieser was macht, denn der Payout ist ganz gut für Künstler, muss ich auch mal erwähnen. Dementsprechend auch eine Plattform, die man mal nutzen darf und kann. Und die Aktion gerade heißt Hashtag The Power of Music. Unter diesem Hashtag könnt ihr im Chat auch ein paar Keys bekommen. Das ist zum einen ganz cool. Zum anderen ist es aber auch die Kooperation oder die Kampagne, die sagt, yo, Musik verbindet und Musik ist in verschiedenen Situationen mit der richtigen Musik richtig geil und kann aber auch situativ natürlich Situation verstärken. Und das machen wir gerade am Beispiel von Clips, die ich mitgebracht habe. Gerade war es eben das Eichhörnchen, davor haben wir uns schon mal eine Szene in Hamburg angeguckt und macht auf jeden Fall Bock. Macht auf jeden Fall richtig Bock, da ein bisschen sich auszutoben. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den nächsten Clip und ich glaube, da ist es aber wirklich an der Zeit, dass wir mal eine richtig schöne Snowboard
Also ich zeig dir mal, pass auf, ich zeig dir mal, ihr entscheidet. Entweder nehmen wir diesen hier, diesen Clip. Pass auf, warum der so cool ist, zeige ich euch. Fängt von vorne an. Da wird genebelt. Moin, moin. So, das ist das eine. Dann hätte ich noch den hier anzubieten. Aber ist sehr weit weg, ne? Aber ist trotzdem geil. Aber von, ja, ist halt ein IRL-Stream. Ist von weiter weg gefilmt. Ist so ein bisschen, ist nicht so die geilste Videoqualität, sag ich mal. Aber dennoch ja nicht schlecht. So, ist also auch möglich. Aber ich glaube, ich hätte Bock, mich so ein bisschen persönlich darin auszutoben, wenn ich an Snowboard fahren denke. Und das wäre dieser. Dieser Snowboard-Fahr-Clip ist auch nicht so kurz, es sind 30 Sekunden. Und vielleicht ist das jetzt das nächste für die Wirkung. Ich glaube, da geht viel. Ich glaube, da gibt es viele Wirkungen. Schön Lords of the Boards. Ja, sowas, ne? Man kann natürlich immer schlecht Gitarren simulieren, aber ich guck mal, was ich so eine Auslage habe. Chat, was meint ihr? Nehmen wir den Snowboard-Clip? Ist das okay für euch? Da war halt der Loop, ne? Snow. Ja, alle, aber ich brauche mehr, also hey, wir sind 6000 Leute hier. Warum schreiben denn nur 5 Leute okay? Ich brauche schon ein bisschen mehr Support von den 9 Leuten hier. Nehmen wir also das Snowboard-Video oder nicht? Bitte, Freunde. Go! Let's go. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie ich schwitze. Guck mal. Das ist alles für euch. Gegeben für euch. Okay, dann gehe ich wieder zum Drumset und wir gucken mal, wie wir diesen Clip schön machen, ja? Dass ihr Bescheid wisst. Also, hier ist der Clip. Mucke ist aus. Yes. Okay, ab zum Drumset. So, mehr Mucke. Was nehmen wir denn jetzt erstmal als erstes? Ich guck mal, was haben wir denn Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Was passt denn dazu? Hört mal rein, Chat. Was sagt ihr dazu? Warst du jemals in Indien snowboarden? Keine Ahnung. Nehmen wir die nächste Idee. Ist es das? Wie findet ihr das? Oder dieses hier? Elegant, wie er auf dem Schnee gleitet. In den Highlands fährt er. Oh yes!
Ja, es ist schon ganz geil, oder? Ist schon ganz geil. Ich verstehe. Oh, das ist schön. Da hat man schon so richtig abgeschlossen. Da hat man mit der Situation schon so richtig abgeschlossen und dachte ich, mir ist alles egal. Ist aber geil. Ist aber schön, schön widersprüchlich. Gefällt mir. Aber ja, zu basarisch. Zu basarisch. Was haben wir hier? Chat, was sagt ihr? Automucke, ne? Ist keine Automucke. Wir müssen weitersuchen. Suchen weiter, Chat. Nee. Da bin ich mit meinem Gewehr wieder mal schön unterwegs auf der Piste. Aber das geht schon. Geht schon. Das ist schon geil. Hey, haben wir schon sowas im Style? Was ist das? Und das ist geil. Das ist nice. Aber grooved, oder? Grooved schon für dich. Hey. So was? Was ist damit? Das ist kein Punk, aber es ist clubby. Ein bisschen wirklich Beat-em-up-Mucke, ne? Mal gucken, was wir noch haben. So was? Das, ja, auch eine geile Wirkung, aber das klingt für mich so isoliert, als wäre ich ganz alleine am Fahren gewesen und man kämpft gegen die Naturgewalten, aber irgendwie auch geil. Geht schon auch. Was ist sowas? Sowas hier?
Ja, das geht, ne? Das war. Oder sowas? Nehmen wir das, Chat, das oder das davor? Oder das hier? Okay, aber viele schreiben jetzt, das andere wäre besser gewesen, ja? Also das hier. Nochmal. Beides sehr gut. Dann nehmen wir doch einfach das. Oder? Sonst habe ich noch ein bisschen was Bluesiges. Oder eben. Ja, so Lounge-Mucke. Aber nehmen wir einfach das dafür, oder? Das finde ich ganz gut. Ansonsten muss ich wieder auf meinen auf mein Techno gehen. Aber das machen wir für einen weiteren Clip. Ich würde sagen, beim Skaten. Oder beim Snowboardfahren ist es eigentlich klar, oder? Dann nehmen wir sowas. Was habe ich denn noch Geiles hier? Guck mal, sowas. Applaus für mich, Chat. Ein Applaus. Yes! Dankeschön. Clap, 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 clap. Ja dann, nächster Clip, Chat. Nächster Clip, oder? Jetzt reicht's auch mit Snowboardfahren. Ich komme wieder nach vorne. Das ist ja fantastisch hier. Hallo. Kann man sich ja eigentlich Musik wünschen, natürlich. Ja, selbstverständlich. Aber jetzt gerade noch nicht. Gerade sind wir nämlich noch bei unserem wunderbaren Deezer-Segment. Und dadurch sind auch so viele Leute hier, weil ich glaube, wir sind noch immer auf der Startseite. Kann das sein? Kann das jemand verifizieren? Ist dieser Stream noch auf der Startseite von Twitch gelistet? Dann würde ich sagen, hallo, herzlich willkommen. Aber ich muss es erstmal wissen. Ja, alles klar. Pfeiffer Live, grüße dich. Und Domprophet, ich freue mich ganz besonders über die Menschen, die noch nicht hier waren und gerade quasi neu am Start sind, weil das sind Leute, da freut es mich einfach, weil wir uns wahrscheinlich noch nicht kennen und vielleicht gefällt es dir ja sogar hier ein bisschen. Das wäre sehr, sehr schön, ja? Ja, aber mit Snowboard-Video. Ja, das haben wir ja schon hier am Start, das Snowboard-Video. Dann erkläre ich euch noch einmal, das habe ich heute schon ein paar Mal gemacht, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn immer neue Leute reinkommen, was hier passiert, weil sonst ist es ja nicht so ein typischer Twitch-Stream hier. Weil gerade seht ihr ja keinen Menschen, der hier zockt. So, dementsprechend, ich zocke anders, ich mache nämlich gerade Mucke. Und das ist nämlich ein sehr großes Hobby von mir und macht mir große Freude oder bereitet mir große Freude.
Und dementsprechend freue ich mich über diese heutige schöne Session in Kooperation mit Deezer Streaming-Dienst natürlich. Und ihr könnt ein Deezer-Abo gewinnen, indem ihr einfach Hashtag The Power of Music in den Chat eingibt. Es steht ja auch hier im Titel, Hashtag The Power of Music. Einfach das, so wie es da steht, in den Chat einfügen, abschicken. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ein Deezer-Abo direkt in euer Postfach. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn Musik bereichert das Leben ungemein, meiner Meinung nach. Es hilft immer, mal Musik zu hören, wenn man irgendwie nicht so geil drauf ist oder mega Bock hat zu feiern oder was auch immer. Musik unterstreicht das Ganze und dadurch haben wir immer ein schönes Erlebnis mit Musik und das verbindet natürlich. Und Konzerte sind eh gut und ich versuche hier erstens ein kleines Konzertambiente für euch auf die Beine zu stellen. Zum anderen ist es auch so, dass wir zeigen wollen, dass Musik gewisse Momente verändert vom Eindruck oder Emotionen verändert. Und dafür habe ich verschiedenste Clips mitgebracht aus vorhergegangenen Streams von mir oder aus anderen Situationen. Und gerade hatten wir schon Snowboardfahren, wir hatten schon Gerd das kleine Eichhörnchen, wir haben schon ein bisschen Hamburg angeguckt bei so einem Zeitraffer. Aber ich würde genau da in die Richtung weiterdenken. Und ihr sollt auf jeden Fall einfach jetzt bitte, bitte, bitte viel mehr. Ich krieg gerade schon die Ansage. Leute, spammt das raus. Das ist kein Scheiß, ne? Ich meine das ernst. Ihr kriegt wirklich was umsonst. Spammt jetzt bitte raus. Hashtag The Power of Music. Genauso wie es Puppet Master gerade macht. Also, ich mach's nochmal vor. Alle müssen das jetzt machen. Ich hab's selber gemacht. Hashtag The Power of Music. So, dann copy-pastet das und schreibt's raus. Leute, jetzt aber. Zacki, zacki, zacki. Mehr. Hashtag The Power of Music. Mehr. Ich kriege hier gerade Ansagen im Backstage quasi. Leute, wir haben hier Keys ohne Ende. Die Leute wollen anscheinend nichts. Moment, Moment. Die Leute wollen schon was. Die sind gerade nur zu faul. Die sind gerade nur zu faul, Hashtag The Power of Music reinzuballern. Dementsprechend macht das mal bitte. Ballert's raus. So wie Bavour. Nehmt euch ein Beispiel. Hashtag The Power of Music. Am besten mit C. Ja, da Mufflon. Genau so. Sowas will ich sehen. Ich will einfach hier eine Chatwand, eine Wall auf Hashtag The Power of Music bekommen. Hab einen bekommen. Danke, Deezer. Danke, Krogi. Demonic Fox hat einen bekommen. Ja, fantastisch. Also, ihr seht schon, da geht was raus. Macht's einfach. Ballert's jetzt raus. Und dann werdet ihr händisch rausgefischt. Und das ist einfach eine wunderbare Sache. Und ich freue mich sehr über diese 1A-Kooperation, die sehr viel Freude macht, ja? Ihr kriegt ein dreimonatiges Deezer-Abo, ja? 3 Monate. Das ist nicht wenig. Also, los, los. Weiter, weiter, weiter. Ich bin hier gerade im Chat mit den Leuten, die euch die geben. Kein Witz. Und die wollen die jetzt raushauen. Mehr kann ich nicht machen. Mehr, also mehr als euch jetzt zu eurem Glück verhelfen, kann ich nicht tun. Ja, endlich. Endlich haben wir hier mal so eine Wall of Text. Ich dachte schon, ich bin hier alleine im Stream. Bin ich aber gar nicht. Ja, geht doch. Und jetzt macht ihr das gleich mit dem Follow-Button. Jetzt haut ihr alle auf den Follow-Button. Ah, Downer, ne? Ja, könnt ihr aber auch mal machen. Könnt ihr auch mal machen. Dann habe ich vielleicht irgendwann mal die 50.000 Follower voll. Das wird mich auch glücklich machen. Da fehlen noch ein paar. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt trinke ich erstmal noch einen Schluck Wasser. Wo ihr alle so fleißig seid, habe ich mir noch einen Schluck Wasser verdient. Denn Schlagzeug spielen ist zwar geil, aber auch ein bisschen anstrengend. Also, gebt mir Wasser jetzt. Hashtag The Power of Music. Also, dieser abchecken. Ansonsten findet ihr unten im Dashboard, also unten im Panel, findet ihr noch einen Link zu dieser Aktion. Und da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reingucken. Und meine Empfehlung hat das ganze Ding. Denn Musik ist geil und kann man auf jeden Fall eine Menge mitmachen. So, sehr, sehr schön. Ihr wisst, was zu tun ist. Dementsprechend suche ich jetzt auch den nächsten Clip raus. Ich würde sagen, wir nehmen... Also ich habe noch sowas im Angebot. Wisst ihr auch mal zu sagen, was ihr davon haltet? Moment, wo ist denn hier mein Clip? Das habe ich auch noch im Angebot. Da habe ich ein kleines, habe ich einen Monster Truck, so einen ferngesteuerten. Ja. Und da habe ich mich ziehen lassen von dem Monster Truck mit einem Skateboard. Und dauert eine Minute, dieser Clip. Den können wir auch machen. Und was gleich passiert, seht ihr gleich. Also was passieren wird, seht ihr gleich, so muss ich sagen. Achtung. Schön. Sich ziehen lassen von dem Ding. Auch ein ganz guter Clip, oder? Was meint ihr? Kann man auch vertonen.
Trip-Hop drunter. Ja, geile Idee. Geil. Auch eine gute Idee, oder? Den können wir machen. Chat, nehmen wir den, oder was? Ja, so Jackass-Soundtrack. Ja, das war tatsächlich ursprünglich drunter. Also habe ich es damals auch gemacht. Oder Dick- und Doof-Musik, das geht auch. Ja, das geht auch, ne? Also lass uns mal den Clip richtig schön dumm machen. Das wird mir gefallen. Mich selber richtig schön dumm darstellen. Hashtag the power of music. Alles klar. Finde ich, ist eine schöne Sache. Also nehmen wir den. Steam Noodle hat auch einen Key bekommen. Machen wir einen schönen Dulli-Clip. Beziehungsweise, ich kann euch zeigen, was wir sonst noch haben, falls ihr noch Lust habt, auf einen anderen Clip. Wobei, lass uns erstmal den nehmen. Lass uns erstmal den nehmen, der ist doch gut. Okay? Nehmen wir erstmal den. Ich gehe wieder hin zum Drumset. Gucken wir, was wir da finden. Dumme Mucke. Dumme Mucke. Happy. Dumm ist ja schnell so glücklich, ne? Sowas. Ja, finden wir schon. Alright, so, da bin ich. Okay, dann nehmen wir mal so Happy. Happy als, also so heiter. Heiter, heitere Mucke. Irgendwie so. Gucken, was wir so haben. Okay. Ganz. Oh ja. Oh, das ist nice. Okay, lass auf. Swing your corner and bow to your partner. Ist es das? Swing your corner and bow to your partner. Ja, okay, nehmen wir erstmal sowas als Basis. Nehmen wir erstmal das als Basis. Wie schnell soll es sein, Leute? Ein bisschen schneller, oder? So. Wie schnell so, ja. Und jetzt bauen wir da was schön zusammen. Nee, das passt ja gar nicht. Swing your corner and bow to your partner. Swing your. Okay, Vocals. Vocals sind auf jeden Fall richtig schräg, aber ist geil. Yeah. Ja, aber ist nicht so. Nehmen wir den dazu, ne? Findet ihr den Chat? Ganz gut, oder? La, 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 la. Oh, oh. La, la, la. Den nehmen wir auf jeden Fall, der ist ja nur Hammer. Ah, das Video ist reingezoomt, ne? Ich seh's. Das machen wir anders. Sorry.
Das ist, das klingt jetzt so. Chat, wie klingt das? Wie klingt das? Ich weiß nicht. Aber ist geil. Bisschen dumm. Das klingt ein bisschen dumm, muss ich sagen. Jetzt brauchen wir einen Dirty Bass. Das ist geil. Yeah. Sagt ihr? Dr. Baumi, auch geil. Geht schon, oder? Den Bass brauchen wir. Der ist gut. Den nehmen wir dazu. Oder? Ist geil. Finde ich auch. Mehr? Flöte? Hausflöte? Mehr. Das ist gut. Haben wir aber nicht irgendwie. Moment, wir brauchen was anderes. Bisschen Gitarre? Bisschen Mute-Gitarre? Wie findet ihr das, Chat? Muted Gitarre! Yeah! Oder? Auf jeden Fall. Was? Geht auch, ne?
Oh, Chat. Hört ihr es? Hört ihr es raus? Ich finde, mit dem Reggae-Einschub, ja, da klingt es so ein bisschen so, als wäre das einfach der heißeste Tag, an dem dieses Video entstanden ist. Als wäre es die härteste Prüfung in der Hitze, dieses Video zu erstellen. Aber ist geil. Geht auch klar, oder? Klingt für mich nach Feelgood Time. Nehmen wir die Gitarre mal mit rüber. Nehmen wir die mal mit rüber und packen die mal in unsere Range mit rein. Mal gucken, was passiert, ja? Okay, die Gitarre haben wir drin. Bin ich gespannt. Was haben wir noch? Wir brauchen mehr. Brauchen wir auch, oder? Das ist geil. Das gefällt mir. Da, da, da. Ein, zwei, drei, vier. Ja, wo? Es passt nicht so gut. Nee, ich nehme was anderes. Passt tonal nicht. Das mache ich gleich. Wir wollen erstmal Bass, was soll das? Nehmen wir den Bass erstmal. Gut. Ja, Mann, das brauchen wir. Das brauchen wir auch safe. Hört ihr es, Chat? Pack den Frosch aus jetzt. Passt es? So, ich lasse den Track mal laufen und mache ich einen anderen Clip an, ja? Weil ich glaube, den Clip haben wir jetzt durchgespielt.
Krötenwanderung ist dabei. Pass auf, wir machen einen anderen Clip an dazu. Mal gucken, wie das wirkt. Pass auf. Chat, was sagt ihr? Vielleicht Snare auf 3 vielleicht, mach ich gerne. Krug ist bei meiner Ehre, wir sind ja jetzt connected, Mindset Number One. Dankeschön, mein Freund, schön, dass ihr alle da seid, ich find's richtig geil. Also auf 3, 1, 2, da, ba, ein, ba, das meinst du, ne? Okay, okay. Grüße, Grüße. Grüße vom Reggae-Hörnchen. Was brauchen wir jetzt, Leute? Ich will irgendwas anderes haben. Gib mir was ganz anderes jetzt. Gib mir was ganz anderes nochmal. Irgendwas, wenn man absteigt in den Cyberspace. Wisst ihr sowas? Sowas vielleicht. Fühlt ihr das? Oh, das ist aber cool. Das ist aber richtig cool. Das nehmen wir mit. Das passt sehr gut. Das Skip. Weltraum Squirrel. Ja, Mann. Jetzt aber noch einen schönen Trance-Beat runter. Oder einen Trance-Bass.
Das ist herrlich. Faszination Natur. Yeah. Ja, zu viel. Gib mir so ein bisschen Eurodance-Beat. Oder so alte Beatbox-Beats. Natur in 2K22. Auf jeden Fall, Klänge von Pflanzen klingen auch so. Ganz leise Koa drunter ballern. Wirklich, meinst du das ernst? Ist das die Wahrheit? Okay. Ganz leise meinst du, ne? Machen wir mal, ganz leise. Nur so ganz leise. Oh ja, ist gut. Ist gut. Hast recht. Gute Idee. Oh, nicht schlecht. Chat, ihr seid Genies. Oh, ihr seid Genies. Jetzt sind wir doch in den Club reingegangen. Lass draußen bleiben. Geht rausgegangen. Luftiges Piano vielleicht? Nee, ist zu viel. Zu viel Matsche. Ja, sowas nehmen wir dazu. Nehmen wir auch leise dazu. Leise dazu, Chat. Achtung. So. Wir brauchen noch irgendwas Geiles. Irgendwas, was so richtig stört. Irgendwas Dissonantes. Irgendwas. Nee. Oh, ein Didgeridoo, natürlich! Ein Didgeridoo für die Alien-Stimme, na klar. Perfekt. Hört ihr das? Oh, das ist es, oder? Der Beat liegt drunter. Das liegt drunter ganz leise. Fühlt ihr das, Chat? Ich fühle das.
ist ganz geil, oder? Chat, nehmen wir den? Den nehmen wir, oder? Oder? Chat, der ist gekauft, meiner Meinung nach. Was sagt ihr? Ich komm nach vorne. Komm, ich komm nach vorne jetzt. Der muss gekauft sein, jetzt mal ehrlich. Der war real. Der war real. Oh, wo ist meine Kamera hin? Hallo, Kamera? Kommen Sie wieder, Kamera? Die Frontcam hat sich verabschiedet, aber sie wird gleich wiederkommen. So lange machen wir die an. Nee, nee. Dann gehe ich jetzt doch wohl wieder nach hinten, was? Kommt sie wieder? Da ist sie wieder. Hallo. Ich weiß nicht genau, was mit ihr los war. Vielleicht mache ich mal die Tür auf. Es ist sehr warm geworden. Vielleicht ist das der Grund. Kamera. Leute, das war im Prinzip mein dieser Drumstream, Muckestream. Kurze Frage, Chat. Wie hat's euch gefallen? Hat's euch gefallen? Hat's gepasst? Mega unterhaltsam, arschgeile Nummer. Wie viele Leute sind wir noch? Ich glaube, wir sind nicht mehr auf der Startseite. Ich weiß es nicht genau. Falls ja, alles nice. Hammermäßig, richtig gut. Das war ein Experiment heute. Das war ein Experiment, einfach mal zu zeigen, ob das hier funktioniert. Einfach mal Mucke neu kreieren. Und und ich glaube, es funktioniert. Sekunde, ich muss noch was schreiben. So, war Hammer. Hat Spaß gemacht. Jetzt an einem Stück. Jetzt an einem Stück die Tracks. Cool. Also, dann beende ich jetzt erstmal dieses Segment. Vielen Dank an dieser. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich lade das Ding auf YouTube hoch. Ausrufezeichen YT. Dann findet ihr meinen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen. Und ich drücke jetzt erstmal auf Aufnahme beenden. Bin aber natürlich weiterhin live. Ist ja